Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir ist ein Backtag. Im Geschäft sind schon Weihnachtssachen. Aber wir haben momentan wirklich sehr, sehr warm. Und sogar jetzt im September gehen wir am See noch schwimmen. Und weil wir wollen heute mit unseren Enkelkindern ein bisschen wandern gehen durch den Wald. Und das ist am bequemsten, wenn man Plätzchen mitnimmt, kein Kuchen. Sonst dann alles klebt an die Finger und so weiter. Und mit so einfachen Kekse, es ist viel einfacher, dann nimmt mal Saft oder Kakao oder Kaffee für Erwachsene und geht es los. Und so sehen die aus, das geht sehr schnell, die zu backen, muss man nicht lange warten auf Teig. Teig wird zubereitet und gleich werden die Plätzchen ausgedruckt, gebacken. In 15 Minuten habt ihr eure Plätzchen auf den Tisch. Schaut, wie sehen die aus. Und die sind schön, wirklich sehr, sehr, sehr schön locker. Sehr gut, wirklich. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich die heute gemacht, dann bleiben sie bei mir. Und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Zuerst bereiten wir so ein, ungefähr kann man sagen, Vorteig, aber so ein heißer Vorteig. In ein Töpfchen gebe ich es Milch und stelle ihn aufkochen. In eine Schüssel gebe ich Mehl, Zucker und Kefir. Erstmal verrühren und warten wir auf unsere Milch, bis er aufkocht. Alle Zutaten zu diesem Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es ist ziemlich so eine dicke Masse, aber es sollte alles gut verrührt sein. Keine trockenen Zutaten müssen sein. So, jetzt brauchen wir noch heißes Milch. So, Milch ist aufgekocht und geben wir jetzt portionsweise rein. Und gut verrühren. Nochmal und den restlichen gut verrühren und lassen wir etwas abkühlen, erstmal unseren Vorteig. So sieht er aus. Jetzt lassen wir ihn abkühlen und dann können wir es weitermachen. So, nach 5 Minuten können wir weitermachen. Es ist auch nicht so, dass es richtig heiß ist. Geben wir jetzt eine Prise Salz und ungefähr so 2 Päckchen Vanillinzucker oder wenn er selber macht, dann 2 Teelöffel von dem selbstgemachten Vanillinzucker. Dann ein Ei, ein ganzes und ein Eigelb. Den Eiweiß stellen wir in den Kühlschrank erstmal und dann werden wir eine Glasur machen. Und neutrales Öl. Am besten ohne Geruch und ohne Geschmack. In meinem Fall ist es Rapsöl und werden wir das alles gut verrühren. Durch das ich meinen Vanillinzucker mache mit der Vanilleschote, habe ich jetzt diese schwarze kleine Pünktchen. So, richtig gut verrühren. In die andere Schüssel geben wir durchgesiebte Mehl, aber nicht ganz komplette abgewogene Mehl, sondern lässt ihr euch ein bisschen noch in der Schüssel. Weil die Mehl ist unterschiedlich und kann passieren, dann wird das der Teig vielleicht zu dick, zu fest. Deswegen lassen wir einfach so ein bisschen an die Seite. Geben wir noch Backpulver dazu. Sieben wir das auch durch. Das Mehl auch unbedingt durchsieben. Gut. Verrühren und geben wir jetzt diese Masse hier rein. Und werden wir so einen schönen weichen Teig machen. So, und wenn wir sehen, dass es zu klebrig ist, dann geben wir von unserer an die Seite stehende Mehl noch dazu. Auf den Tisch geben wir noch zusätzliche Mehl. Und geben wir unseren Teig auf den Tisch. So schön alles auskratzen. So, der Teig soll schön weich sein. Nicht zu viel Mehl reinkneten.
So, jetzt muss ich nur meine Hände noch sauber machen. Dafür nehme ich ein bisschen Mehl. Schaut ihr, wie sieht mein Teig aus? Es ist richtig weich. Richtig weich. So ein bisschen noch kneten. Die Hände etwas in Mehl oder kann man in Öl auch reinmachen. So, teilen unseren Teig oder auf zwei Teile oder auf vier Teile, wie es euch bequemer auszurollen und wie viel Platz habt ihr auf dem Tisch. Bisschen Mehl hier und noch eins. So, den Teig braucht gar nichts hier lange stehen. Wir können gleich ausbacken. Deswegen können wir auch schon gleich Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze stelle ich zum Vorheizen. Es schaut ihr, meine liebe Freundin, nach Art eures Ofens. So, und werden jetzt ausrollen. Ausrollen nicht zu dünn. Ich lasse so ungefähr so 6-7 mm dick, dass die dann nicht zu trocken sind. Es kann man Muster ausstechen oder einfach nehmt ein Glas und macht ihr einfach rund. Ich nehme einfach so ein Glas, bisschen in Mehl die Ränder tauchen und dann ausdrücken. Mein Glas ist ungefähr so 6,5 cm, deswegen die etwas größer, kann man auch kleiner machen. Und dann legen wir einfach auf den Blech. So ein bisschen mit Abstand. Die werden noch ein bisschen aufgehen. So, bereiten wir erstmal die vor. So, aus dieser Mine habe ich zwei Bleche rausbekommen. Und jetzt gehen die in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 15-20 Minuten. Oder wenn ihr gleich beide Bleche reinstellt, dann lieber nehmt ihr Umluft bei 170 Grad Umluft. Auch 15-20 Minuten. Das wird ihr sehen. Es sollte etwas leicht goldbraun sein. So, ich habe jetzt mit Umluft gebacken, gleich beide Bleche bei 170 Grad, ungefähr so 16-17 Minuten. Und so sehen die schon aus. Und wir können ja auch prüfen, ob die gut sind. Von beiden Seiten sehen die gut aus. Und mit dem Zahnstocher einfach durchstechen, ist alles schön leicht. Jetzt lassen wir die kurz abkühlen und in dieser Zeit werden wir jetzt auch eine Glasur zubereiten. So, jetzt nehmen wir ein Eiweiß, was wir an die Seite gestellt, geben wir eine Prise Salz und schlagen wir erstmal auf. Wenn dann schon so schaumig ist, geben wir dazu durchgesiebte Puderzucker. So sieht er aus, unsere Creme. Und jetzt kann man auch mal so eine Geschmacknote dazu geben. Oder macht man ein bisschen Vanillinaroma oder vielleicht ein bisschen Rumaroma. Oder zum Beispiel vielleicht ein Esslöffel Zitronensaft. Ich gebe heute Zitronensaft. Und einfach verrühre es. So, unsere Glasur haben wir fertig. Und jetzt können wir unsere Plätzchen dekorieren. Es kann man natürlich Pinsel nehmen und mit Pinsel die alle bestreichen. Für mich ist es wirklich alles zu lange, wenn ich es nicht für irgendwelche Fest mache, sondern jetzt heute wollen wir eine kleine Wanderung machen und was ein bisschen mitnehmen. Deswegen mache ich die in so eine Schüssel, nicht gleich alle, aber so, wie ich was für so eine große Schüssel noch habe. So, das weich und gebe jetzt da etwas von meiner Glasur. Gebe drüber, rechne so, dass mir für alle das reicht. Und dann mache ich den Deckel zu und schüttle ihn. Einfach vorsichtig, nicht so ganz toll klopfen. So, schauen wir mal rein und schaut, die sind fast alle schön in den Glasur. Und jetzt brauche ich nur rausholen und hier wieder zurück auf den Blech drauflegen zum Trocknen. Und das geht wirklich viel, viel schneller. Und die sehen aus
fast wie die gekauft. Wenn man in russischen Laden kauft, Präniki, die sehen genauso aus. Wenn ihr ein bisschen mehr Glasur macht, dann wird es etwas mehr weißer. Tut das Glasur wie zum Beispiel hier auf einen. Wenn es weniger, dann wird es weniger. Wenn es wäre jetzt irgendwelche Fest, könnte man auch ein bisschen Streusel drauf machen, dass es bunter wird. Das mögen die meine Kleine. Oder wenn die mir das mithelfen, dann machen wir die auch bunt. Da kann man den Glasur auch ein bisschen anfärben. Oder statt Eiweiß einfach ein bisschen Kirschsaft nehmen oder Holundersaft nehmen. Dann wird das auch etwas rosa. Und so machen wir es. Einfach schnell gemacht. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns leckere Plätzchen gebacken und die gehen so schnell, wirklich. Und mal schauen, wie die innen drin aussehen. Die sind jetzt sehr schön trocken geworden und so sehen die aus. Schön locker und schmecken die sehr gut. Die können wirklich sehr lange in einer so eine dicht verschlossene Dose aufbewahrt werden, so wie ganz normale Weihnachtsplätzchen. Kann man die auch anfrieren, nur nach dem Auftauen kann passieren, dass die Glasur dann blättert ziemlich stark ab. Sonst, ich glaube, die werden gar nicht so lange bei euch halten, weil wenn er so frisch gebacken wird, dann gehen die ziemlich schnell weg. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Eine schöne Kaffeezeit wünsche ich euch mit eurer Familie oder eurer Partner oder Enkelkindern. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!